Vor 5000 Jahren lag der Mittelpunkt der Welt genau hier, in diesem Gebiet, das eher wie eine Wüste aussieht. Das Land aus Steppen und Bergen brachte die älteste Zivilisation der Erde hervor, Mesopotamien. In dieser abgelegenen Gegend zwischen Euphrat und Tigris entstanden die ersten Königreiche mit Palästen und monumentalen Skulpturen. Schon immer faszinierte das antike Mesopotamien, getragen vom Ruf Babylons, das jahrhundertelang strahlte. Der Süden der Region wurde weitgehend erforscht, doch der Norden birgt auch heute noch viele archäologische Geheimnisse. Die Kriege des 20. Jahrhunderts in dieser Region des Mittleren Ostens unterbrachen immer wieder die Ausgrabungsexpeditionen, die ein Jahrhundert zuvor im irakischen Kurdistan begonnen hatten. Jetzt ergreifen Wissenschaftler aus aller Welt die lang ersehnte Gelegenheit, die archäologischen Forschungen dort wieder aufzunehmen. In einer gemeinsamen Aktion organisieren sich etwa 40 internationale Teams und stürzen sich in die Eroberung dieses riesigen Gebiets, fest entschlossen, ein neues Kapitel der Geschichte zu schreiben. Dieses jahrtausendealte Erbe zu retten, ist das archäologische Abenteuer des 21. Jahrhunderts. Der irakische Teil Kurdistans liegt im Mittleren Osten und teilt seine Grenzen mit dem Iran, Syrien und der Türkei. Nachdem es 2008 autonom wurde, öffnete seine junge Regierung es für die Wissenschaft. Sie hat ihr Staatsgebiet in Ausgrabungszonen aufgeteilt, die sie Archäologen aus aller Welt zugeteilt hat. Wenn wir heutige und antike Karten übereinander legen, sehen wir, dass Kurdistan dem assyrischen Dreieck entspricht, das zwischen 934 und 610 vor Christus seine Glanzzeit erlebte. Seine berühmtesten Städte waren Nimrud, Khorsabad und Ninive. Angesichts der Gefahr, die das kurdische Erbe bedroht, hat die wissenschaftliche Gemeinschaft keine Zeit zu verlieren. Die Zerstörung des kulturellen Erbes hat eine verheerende Rolle in dieser Tragödie gespielt und die kulturellen Identitäten jahrtausendealter Gemeinschaften ausgelöscht. Die kurdischen, italienischen, französischen, polnischen, tschechischen, britischen, amerikanischen und österreichischen Teams teilen diese Sorge und bereiten sich auf die Rückkehr ins Gelände vor. Die Mission der Archäologen nimmt heute eine neue Gestalt an. Unsere Disziplin hat die Chance, zur Lösung dringender aktueller Probleme beizutragen und gleichzeitig ein besseres Verständnis unserer Welt zu ermöglichen. Das Gebiet um Sulaimania an der Grenze zum Iran erstreckt sich über eine Fläche von 17.000 Quadratkilometern. Die französische Archäologin Jessica Giraud ist für sie verantwortlich. Wenn ich in diese Gegend fahre, berührt mich das Licht dort. Die Landschaft ist oft sehr gelblich. Das erzeugt eine besondere Atmosphäre. Alles gehört dazu. Wie die Leute auf dich zugehen, wie sie dich anlächeln. Und dazu diese staubgesättigte Atmosphäre. Kurdistan ist interessant, weil so vieles noch im Dunkeln liegt, während in den angrenzenden Regionen viel gegraben, erkundet und geforscht wurde. Wir wissen viel über Syrien, besonders den Norden, und über Jordanien. Wir wissen etwas über Arabien und viel über den Iran, den Kaukasus und natürlich über den Südirak. Aber über Kurdistan haben wir noch nichts. Dabei wird uns an allen Universitäten beigebracht, dass alles von dort kommt. Dort kam die Landwirtschaft auf, die Domestizierung, erste Dörfer und Städte. All das war in dieser Region. Und mittendrin ist ein schwarzes Loch, über das wir nichts wissen. Das Team aus Franzosen und Kurden, das Jessica Giraud leitet, führt eine breit angelegte Erkundungskampagne durch.
Dank seiner Arbeit konnte zum Beispiel der Standort Kongra Sercia in der Zagros-Gebirgskette identifiziert werden. Diese Entdeckung hilft dabei, die Organisation der Verkehrswege an den Grenzen des Assyrischen Reiches zu verstehen. Die Lokalisierung der archäologischen Stätten wird durch verschiedene Informationen ermöglicht. Jessica Giraud untersucht Bilder von US-amerikanischen Beobachtungssatelliten des Corona-Programms. Deren Aufgabe war es, während des Kalten Krieges die Sowjetunion und ihre Verbündeten auszuspionieren. Diese ab 1995 freigegebenen Militäraufnahmen sind für die Archäologie zu einem unverzichtbaren Arbeitswerkzeug geworden. Jessica Giraud stellt die Bilder der Wirklichkeit vor Ort gegenüber und vervollständigt ihre Analyse mit dem Wissen der Einheimischen. Ich hatte von den Bewohnern dieser Region gehört, auf dem Berg Assus liegen zahlreiche Ruinen einer alten Zitadelle. Also bin ich mehrmals dorthin gefahren, um mir ein Bild zu machen. Dann unterrichtete ich das Denkmalamt in Sulaimania davon. Ehrlich gesagt konnten wir diese Überreste bis 2016 nicht datieren. Jessica hat uns das dank der Entdeckung von Keramiken ermöglicht. Und wir konnten die Geschichte dieser Ruinen rekonstruieren und sie datieren. Die Auswahl der Keramikscherben, die bei den Erkundungen gesammelt werden, erfolgt nicht zufällig. Es werden ausschließlich solche gesammelt, die zur Diagnose geeignet sind, wie Kanten, Henkel oder Böden von Vasen. Ihre Form und ihr Dekor erlauben eine Datierung der Keramiken. Nach der Rückkehr werden sie gewaschen und getrocknet, bevor sie bis ins kleinste Detail untersucht und beschrieben werden. Ihre Klassifizierung ermöglicht das Aufstellen einer Typologie, die charakteristisch für Kurdistan ist. In Kongra Sercia stammen viele aus der Zeit der Parther, die um 141 vor Christus begann. In der Region um Rania und Peshtar finden sich Keramiken aus dem Süden, vermischt mit Keramiken aus dem Iran, aber auch mit lokalen Keramiken mit Einflüssen aus dem Osten, Norden und Süden. Hier durchdringen sich also Kulturen gegenseitig, als würden wir ein fehlendes Puzzleteil finden, das die ganze historische Dynamik Mesopotamiens verständlich macht. Dieses Gebiet, in dem viele Einflüsse aufeinandertrafen, birgt noch immer viele der Geheimnisse, die bereits im 19. Jahrhundert erste Archäologen anlockten. Die epischen Berichte ihrer Abenteuer werden in Werken erzählt, die heute in den größten Bibliotheken aufbewahrt werden. Diese ersten Expeditionen entsprechen dem heroischen Zeitalter orientalischer Archäologie. Diese Expeditionen haben einen erkundenden Charakter und gehören in die Zeit der ersten industriellen Revolution und der Entstehung von Bibliotheken und Museen. Vor allem großer Museen wie das Louvre oder das British Museum. Es ist im Grunde eine Bestandsaufnahme der Welt. Die Menschen im Westen sind auf der Suche nach großen Erforschungsbewegungen. Erkundungen wie diese schließen direkt an die Ägypten-Expedition an. Damals herrschte das Osmanische Reich über das, was der Westen Mesopotamien nannte. Die Anwesenheit eines französischen oder britischen Konsuls in diesen Regionen hatte eine sehr große Bedeutung, denn politisch ging es darum, den Seeweg nach Indien zu kontrollieren. Als Paul-Émile Botta 1842 in Mossul zum französischen Konsul ernannt wird, hat er bereits viel Erfahrung mit Reisen in den Mittleren Osten. Botta unternimmt seine ersten Grabungen am linken Ufer des Tigris, östlich von Mossul, auf dem Kujonschik. Unter dem Sandhügel, der den Fluss überragt, sucht er nach den Überresten von Nineveh, einer der drei Hauptstädten des Assyrischen Reiches. Für eine ganze Generation von Wissenschaftlern und Abenteurern hieß das höchste Ziel, diese geheimnisvolle Stadt der Antike wiederzufinden, die die Bibel als die Rivalin Babylons beschreibt. Paul-Émile Botta berichtet seinem Brieffreund, dem Orientalisten Jules Mohl, von seinen Heldentaten. Mein Herr,
Sie wissen, dass ich seit einiger Zeit in der Nähe von Ninive Grabungen durchführe, in der Hoffnung, Überreste von Monumenten oder Beschreibungen zu finden, die zu mehr Vergleichsmitteln führen und so helfen könnten, die Keilschriften zu entziffern, die wir noch nicht lesen können. Diese Inschriften, die die ersten archäologischen Missionen zurückbrachten, waren für die akademischen Kreise ein Rätsel. Bis ins 19. Jahrhundert blieben die keilförmigen Zeichen so unverständlich, dass sich sogar die Frage stellte, ob es sich überhaupt um eine Schrift handelte. Erste Entzifferungen verdanken wir dreisprachigen Inschriften in iranischen Felswänden. Inzwischen gilt die Keilschrift als die älteste heute bekannte menschliche Schrift. Sie entstand um 3300 vor Christus. Wegen der spärlichen Ausbeute in Mosul geht Paul-Emile Botin nach Khorsabad, wo ihm ein Bauer von vergrabenen Überresten erzählt hat. Dort eröffnet er eine erste Grabungsstätte und entdeckt die antike Stadt Dur-Sharrukin, die der neuassyrische König Sargon II. Zwischen 717 und 706 vor Christus errichtet hat. Begeistert erzählt der Archäologe von dem Augenblick des Fundes und lässt jedes Zierelement von talentierten Zeichnern darstellen. So verbreitet sich in ganz Europa das Wissen um das Assyrische Reich. Mein Herr, ich kehre gerade aus Khorsabad zurück und staune immer mehr über meine Entdeckung. Trotz einiger Unterbrechungen haben meine Arbeiter zahlreiche Bas-Reliefs und Inschriften zutage gefördert, ohne dass irgendetwas ein Ende oder die allgemeine Lage des Bauwerkes erahnen lässt. Um meine Beschreibung zu verstehen, werden Sie also dem Plan folgen müssen, den ich Ihnen schicke und der ziemlich genau ist. Der Erfolg der französischen Ausgrabungen in Khorsabad ermuntert einen Engländer dazu, woanders sein Glück zu versuchen. Austin Henry Layard wählt dafür die Ruinen von Nimrud, der ersten Hauptstadt des Assyrischen Reiches am Zusammenfluss des Tigris und des großen Sab. Auch Austin Henry Layard ist überzeugt, dass er den Ort des antiken Ninives gefunden hat, bis er erkennt, dass er auf einen riesigen architektonischen Komplex aus mehreren Palästen gestoßen ist. Die Ergebnisse sind spektakulär, wie die Beschreibung des englischen Archäologen beweist. Als ich die Ruinen erreichte, stieg ich in den frisch ausgehobenen Graben. Die Hilfsarbeiter nahmen die Plane ab, die sie hastig ausgebreitet hatten. Es erschien ein riesiger, aus einem Alabasterblock gehauener Menschenkopf. Sie hatten den oberen Teil freigelegt, der Rest steckte noch im Boden. Mir war sofort klar, dass dieser Kopf einem geflügelten Löwen oder einem Stier gehören musste. Die orientalische Archäologie schlägt mit Victor Place eine neue Richtung ein. Er wird französischer Konsul in Mosul und somit 1852 Paul-Emile Botas Nachfolger in Khorsabad. Er zieht den Fotografen Gabriel Tranchant hinzu, der ihn drei lange Jahre auf der Ausgrabungsbaustätte begleiten wird. Im Laufe dieser Mission legt Victor Place die geflügelten Stiere im östlichen Teil des Palastes von Khorsabad frei. Gabriel Tranchant verewigt eines der großen Tore des Palastes, überragt von einem Bogen aus emaillierten Ziegelsteinen und umgeben von imposanten Skulpturen. Die beiden Freunde posieren vor der Linse. Die Fotografien offenbaren ihren Wunsch, sich auf ewig mit ihren Entdeckungen zu verbinden und in der Geschichte ein bleibendes Zeugnis zu hinterlassen. Doch Victor Place und Gabriel Tranchant wissen noch nicht, dass es von ihren ausgegrabenen Schätzen bald nur noch diese Bilder geben wird. Denn der Transport einiger Stücke nach Europa endet in einer Tragödie. Während der gesamten Ausgrabungen und Transporte hatte ich Wert darauf gelegt, jedem Neugierigen zu zeigen, dass keines der mitgenommenen Objekte in irgendeiner Weise Gier zu wecken vermochte. Dennoch hielt sich das Gerücht, unsere Flotte sei reich beladen. Die Stämme, die am rechten Ufer der Shatt el-Arab lagerten, zwangen die Führer des Konvois anzulegen. Infolge der Gewalt, die von den Plünderern angewandt wurde, riss der Kahn auf und versank wie ein Stein. Meine heute im Louvre zu sehenden Skulpturen wurden als einzige mit diesen beiden Flößen gerettet. Diese Sammlungen begründeten 1847 das Assyrische Museum im Pariser Louvre und vier Jahre später die Assyrische Abteilung des British Museum in London. Diese neuen Räume lösen riesige Begeisterung aus.
Zum ersten Mal werden Skulpturen der mesopotamischen Zivilisation ausgestellt, mit der nun bestimmte Gesichter, Körper, Haltungen und Gesten verbunden werden. Die Bedeutung militärischer Darstellungen war sofort auffällig. Die Erwähnung von Feldzügen war ein fester Bestandteil der Herrschaft dieser Könige, die Erinnerungstexte hinterlassen haben. In Schriften auf Ziegelsteinen, Prismen oder auf den Stieren, in denen sie die von ihnen geführten Feldzüge auf sehr unterschiedliche Weise aufzählen. Unter diesen Darstellungen finden sich militärische Feldzüge von Sargon II. Der eroberungsfreudige König betreibt eine beispiellose Expansionspolitik und erschafft ein mächtiges Reich, das vom Ost-Iran bis nach Südanatolien und zum Golf reicht. Sargon führt Neuerungen ein und betreibt eine massive Annektierungspolitik. Er deportiert ganze Bevölkerungen, löscht lokale Eliten aus, vernichtet alles, was die Identität des Gegners ausmacht, und eignet sich dessen Reichtümer an, mit denen er seine Politik finanziert. Sein 8. Feldzug, der von Massakern und Plünderungen gezeichnet ist, ist ein berüchtigtes Muster an Maßlosigkeit und Grausamkeit. Ich ließ in der Stadt Musasir den furchterregenden Kriegsschrei meiner Truppen erklingen, dem Donner des Gottes der Stürme gleich. Ihre Bewohner, Greise wie Männer und Frauen, stiegen auf die Dächer ihrer Häuser und weinten bitterlich. Dieser Text ist großartig, weil er detailliert den Weg von Sargon II. Beschreibt, aber auch die Schwierigkeiten, mit denen seine Armeen im Feld zu kämpfen haben. Dieses Feld kennen wir immer besser, denn es ist auch das Gebiet, das zurzeit intensiv archäologisch erforscht wird, auf der iranischen wie auf der irakisch-kurdischen Seite. Heute, mehr als 3000 Jahre später, arbeiten die Archäologen auf den Spuren dieses 8. Feldzuges. Jedes Indiz gibt Hinweise auf das Leben in der Stadt, bevor Sargon II. Sie zerstörte. 714 vor Christus führte Sargon seine Armee in den Nordwesten des Iran zum Urmiasee. Die Kampagne war vermutlich nicht sehr erfolgreich und an ihrem Ende beschloss er, vom Iran über den Kelishin-Pass auf der Straße, auf der wir stehen, zurückzukehren. Er griff das Zentrum von Musasir an, brannte den Tempel des Haldin nieder und schloss Musasir dem Assyrischen Reich an. Dieses Jahr haben wir einen neuen Raum freigelegt. Das Gebäude, das wir derzeit untersuchen, ist vermutlich ein Bauernhof. Entweder ein einzelner Hof oder Teil eines größeren Bauerndorfes an dieser Straße. Ich glaube, wir haben hier aufeinanderfolgende Bodenniveaus. Eines hier, dann hier, noch eines hier und eines dort oben. Und das dort oben? Das könnte zu einem Zerstörungshorizont gehören. Morgen entfernen wir diese Steine, dann sehen wir genau, was das für eine Oberfläche ist. Mesopotamien ist eine der Wiegen der Zivilisation und ab den 1840er Jahren wurden seine großen Städte erforscht. Später wandte sich die Forschung anderen Orten zu und Kurdistan wurde etwas vernachlässigt. Dafür gab es keinen bestimmten Grund. Aber die Erforschung war noch nicht bis hier gekommen. Ab den 1970er Jahren gab es politische Probleme und es war unmöglich, hier zu arbeiten. 20 Jahre lang herrschten Krieg und Bürgerkrieg. Diese Situation hat sich nun fast komplett umgekehrt. Aktuell ist es in Kurdistan größtenteils sicher, aber im Irak überhaupt nicht. Wir erforschen also zum ersten Mal in der Geschichte diese Region. Wissenschaftler gehen davon aus, dass erst 20% der archäologischen Stätten Kurdistans dokumentiert sind. Die Karten, die sie verorten, stammen aus den 1940er Jahren und konnten seither nicht vervollständigt werden. Insbesondere während der Diktatur Saddam Husseins, der die Kurden unterdrückte und die Grenzen schloss. Größte Dringlichkeit hat für die Wissenschaft und die kurdische Regierung die Erstellung einer ausführlichen archäologischen Karte. Dafür müssen die Spuren menschlicher Präsenz dokumentiert und deren Entwicklung über die Zeit bestimmt werden.
Leistungsstarke Ortungswerkzeuge, die tief in den Boden dringen, sowie intensive Erkundungen ermöglichen die präzise Identifizierung von im Boden verborgenen Städten. Manche haben beträchtliche Ausmaße, die einer Metropole von mehr als 10.000 Einwohnern entsprechen. Doch manche Gebiete bleiben unbekannt. Der Krieg zwischen dem Irak und dem Iran hat vermintes und somit unzugängliches Gelände hinterlassen. Deshalb hat Jessica Giraud das französische Unternehmen Iconem hinzugezogen, das ein Verfahren entwickelt hat, mit dem anhand tausender Aufnahmen exakte dreidimensionale topografische Verzeichnisse erstellt werden können. Direkt dort hinten ist der ganze Hang vermint. So gelangen wir wenigstens zu einem der interessantesten Gebäude, an denen du arbeitest. Das machen wir mit der Drohne, damit wir viele Details erhalten. Wir machen einen Flug, eine Art Kuppel. Mit den von Philippe Barthélemy gesammelten Daten kann Stein für Stein ein Modell des bedrohten Erbes erstellt werden. Ja, ich sehe es. Die Bilder, die von den Drohnen erfasst wurden, ermöglichen eine räumliche Modellierung. So können wir alte Wege nachzeichnen und die damaligen Bauten auf diesem Kamm visualisieren, um zu verstehen, was sie beobachteten, was sie kontrollierten. Ich habe gerade zwei andersartige Strukturen entdeckt, die nicht an Gebäude erinnern. Es könnten Bombenkrater sein oder aber archäologische Überreste, die es zu analysieren gilt. Die digitalen Bilder reichen nicht aus, um die Veränderungen in der Landschaft zu verstehen. Nichts kann eine Überprüfung vor Ort ersetzen, wie Mathilde Murat sie durchführt. Sie arbeitet neben Jessica Giraud in der ehemaligen Frontzone, die zahlreiche Plünderungen und Zerstörungen durch das Militär erlebt hat. Der wissenschaftliche Ansatz der Archäologinnen muss sich den Konflikten und den darauffolgenden instabilen Zeiten anpassen. Zu Saddams Zeiten war der Stützpunkt strategisch sehr wichtig. Dort war eine Brücke, an der die Ein- und Ausfahrten kontrolliert werden konnten. Sie war lebenswichtig. Im Krieg gegen den Iran war hier 81-82 auch ein militärischer Flugplatz. Heißt das, für den Krieg ließ Saddam hier kämpfen? Ja, genau. Saddam baute also den Stützpunkt auf dem Hügel mit den archäologischen Objekten? Nein, es gab ihn schon vor Saddam. Dieses Gebiet im Gouvernement As-Sulaymaniyah wurde gewählt, weil es sehr nahe an der Grenze liegt. Es war auch schon auf den Satellitenbildern zu erkennen, dass es besonders stark geplündert war. In diesem Gebiet sind die Standorte sehr auffällig. Alle im Dorf kennen sie. Es sind Tells, Erhebungen, die die Ebene bedecken und den Schmuggel über die Grenze erleichtern. Diese Erhebungen, von denen Mathilde Murat spricht, finden sich überall in der kurdischen Landschaft. Es sind sogenannte Tells, künstliche Hügel, gebildet durch aufeinanderfolgende Schichten menschlicher Behausungen. Ihre beeindruckende Zahl auf dem gesamten kurdischen Gebiet ist der sichtbarste Beweis für den immensen archäologischen Reichtum der Region, sowie das Zeichen für ein extrem dichtes Netz an Städten. Die Untersuchung dieser Tells erlaubt ein besseres Verständnis von der Entstehung der ersten Städte der Menschheit. Jede Schicht steht für eine Epoche. Je tiefer wir graben, umso weiter gehen wir in der Zeit zurück. So ergibt sich eine Art Querschnitt durch die Zeit, die es ermöglicht, die Abfolge durch die Besiedlungsschichten zu erfassen. Einer der bedeutendsten Tells ist der von Erbil, der heutigen Hauptstadt der autonomen Region Kurdistans im Irak, deren Zitadelle 2014 in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde. Die Zitadelle steht oben auf dem Tell, 30 Meter über der Unterstadt. Seit der Jungsteinzeit um 5000 vor Christus bis heute ist der Tell ununterbrochen bewohnt. Erbil zählt zu den wenigen heute bekannten Zeugnissen einer seit der Urgeschichte kontinuierlichen menschlichen Besiedlung.
Die Zitadelle von Erbil ist eine der ältesten andauernd bewohnten Städte der Welt. Das wissen wir nicht nur aus der Archäologie, denn die archäologische Erforschung steht erst am Anfang. Vor allem haben wir Belege aus schriftlichen Texten, besonders in Keilschrift. In diesem Fall haben wir eine Bezeugung von 2300 vor Christus, einen Text, der von den Italienern bei Ebla im Westen Syriens ausgegraben wurde. Er erwähnt eine Bezahlung mit Silber von Boten, die nach Erbil gesandt werden. Wir wissen also, dass Erbil damals nicht nur bereits existierte, sondern dass es auch wichtig genug war, dass der König von Ebla Boten dorthin schickte. Aus der neuassyrischen Periode haben wir dann hunderte unterschiedliche Keilschrifttexte, wie königliche Inschriften, Briefe, Verwaltungstexte und Gebete. Sie liefern uns ein umfangreiches Bild des Lebens in dieser antiken Stadt. In der neuassyrischen Zeit war Erbil eine bedeutende Stadt und ein militärischer Stützpunkt. Heute breitet sich die moderne Stadt konzentrisch und mit rasender Geschwindigkeit aus. Die zahlreichen verborgenen Überreste werden eher zufällig ausgegraben, so wie dieses assyrische Grab, das bei Bauarbeiten entdeckt wurde und aus drei Sarkophagen, acht Skeletten und einer Tongeschirrsammlung besteht. Diese Spuren der Vergangenheit erinnern die Archäologen daran, wie wichtig es ist, die Geschichte der Stadt zu dokumentieren und die internationale Gemeinschaft von der Existenz dieses jahrtausendealten archäologischen Erbes zu unterrichten, das untersucht werden sollte. Dreißig Kilometer südwestlich von Erbil liegt die Ausgrabungsstätte Kasr-Shemamok, die den Archäologen eine fantastische Gelegenheit bietet, zu erfahren, wie und warum Menschen sich hier im Laufe der Zeit niedergelassen haben. Die Stätte ist etwa 70 Hektar groß und besteht aus einem 20 Meter hohen Tell und einer weiter unten gelegenen Fläche. Das französische Team unter der Leitung von Olivier und Maria Grazia Rouault hat zwei gleichzeitige Grabungsstätten eröffnet, die eine in der unteren, die andere in der oberen Stadt. Bis da haben wir es. Und hier verlieren wir es. Die Archäologen beschließen, den gesamten Grabungsprozess zu filmen. Dank der Videos können sie das Auftauchen von jeder Schicht des Standortes verfolgen. Da, bei diesem Teil ist die Mauer gut sichtbar. Ja, da am Boden. Ich habe Bilder, auf denen Spuren von Ziegelsteinen sind. Sie sind gut zu sehen. Die Stratigraphie funktioniert nicht wie eine Sahnetorte mit einer Schicht Teig, einer Schicht Sahne, dann wieder Teig und zum Schluss Schokolade. Es gibt ganze Epochen, die archäologisch noch undokumentiert sind, zumindest in Bezug auf ihre Gebäude. Wir können zwar Keramik aus der Mittelassyrischen Zeit erkennen, nicht aber sofort das entsprechende Gebäude, die Mauern, den Boden und so weiter. Die Deutung entspringt quasi einer Gesamtvision. Die Archäologie ist immer Arbeit, die nichts Mathematisches oder Zyklisches hat. Im Gegenteil. Wir untersuchen Unterschiede, Abweichungen und Übergänge. Wir müssen also auf viele Faktoren achten. Es gibt keine einfachen Abfolgen. Die Tells bleiben Rätsel und behalten ihre Geheimnisse, sagte die berühmte Autorin Agatha Christie. Mit ihrem Mann Max Mallowan, einem großen Archäologen, bereiste sie Kurdistan und arbeitete mit Begeisterung auf Ausgrabungsstätten. Agatha Christie machte Fotos, entwickelte sie und etikettierte gefundene Gegenstände. Viele ihrer Romane wurden von ihren weiten Forschungsreisen inspiriert. Ausgrabungen durchzuführen ist wie Roulette spielen. Wer kann bei 70 Tells sagen, welcher von ihnen ein Gebäude, gravierte Täfelchen oder eine Reihe von Gegenständen von einem gewissen Wert zutage fördern wird? Glück ist der vorherrschende Faktor.
Wie oft wurde nicht eine Ausgrabungsstätte sorgfältig und aufmerksam erkundet, dazu mit zwar positiven Ergebnissen, die jedoch wenig spektakulär waren, während wenige Meter weiter eine weltweit einmalige Entdeckung gemacht wurde. Unser einziger Trost ist, immer daran zu denken, ganz gleich, welchen Tell wir uns aussuchen, wir sind imstande, etwas zu finden. Der Zufall macht noch immer unerwartete Funde möglich. Unter dem Tell von Satukala, 70 Kilometer südwestlich von Erbil, haben die Forschungen von Cinzia Papi und ihrem Team kürzlich eine verschüttete Stadt aus der Antike zutage gefördert. Wir haben 2010 begonnen. Damals waren wir zwei oder drei Grabungsteams in Kurdistan. Und Satukala war die erste große Entdeckung. Die Entdeckung der Tafeln hat die Kenntnis der Wissenschaft über das Mittelassyrische Reich revolutioniert. Dadurch konnte Idu, eine untergegangene legendäre Stadt, identifiziert werden, die bis dahin im Süden Iraks vermutet wurde und deren Blütezeit zwischen 3300 und 2900 vor unserer Zeit gelegen haben soll. Diese Inschriften gehörten zu den ersten Hinweisen auf Idu am Ausgrabungsort. Deshalb waren wir sehr erfreut, diese Art von Objekten zu finden. Sie erzählen uns, dass es einen Palast gab und dass es einen König namens Bailanu gab, den Sohn eines weiteren Königs namens Abiseri. Die beiden erbauten ihre Wohnpaläste und beherrschten das Land um Idu. Wir haben so etwas wie ein Bild, das die antiken Königspaläste von Idu darstellt. Dies war Teil einer zusammengesetzten Verzierung aus mehreren Stücken, die verschiedene Szenen darstellten. Nicht nur das Pferd, das von einem Mann geführt wird, sondern auch mythologische Figuren, apotropäische Figuren, die Unheil abwenden und den Palast beschützen. Die Bevölkerung, die dort lebte, war multikulturell. Denn die Namen dieser Könige verraten uns, dass sie weder Assyrer waren, noch aus dem Reich der Ur kamen. Es war eine gemischte Gesellschaft. Das ist sehr wichtig für unsere Forschung. Seit Beginn der Ausgrabungen haben die Einwohner eng mit den Archäologen zusammengearbeitet. Die Erforschungen sind für sie ein erster Schritt auf der Suche nach ihrer eigenen Geschichte. Dank ihres Beitrags konnten die Überreste dieser alten Stadt gefunden werden. Ja, das stimmt. Ausgrabungen sind wirklich eine sehr schwierige Arbeit. Aber letzten Endes waren alle sehr zufrieden. Meine Vorstellung ist, dass sich die Stadt Satukala nach der Zeit Idus, nach der Zeit der Assyrer, im unteren Teil des Hügels ausbreitete. Das wird also unser nächstes Projekt sein. So Gott will. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Gut? Schauen Sie, was ich gefunden habe. Oh, was haben Sie gefunden? Wo? Dort auf den Feldern. Sie war in der Erde vergraben. Guten Tag. Guten Tag, kommen Sie rein. Ich wollte Ihnen etwas zeigen. Wo haben Sie es gefunden? Mein Sohn hat es gefunden, unten am Fluss. Ah. Das ist sehr schön, ja. Lassen Sie mich sehen. Es ist sehr gut lesbar. Hier, das ist der König. Das ist das Zeichen für König. Und hier Sohn. Und hier ist der Name des Vaters, Abiseri, König des Landes von Idu. Die Entzifferung neuer Inschriften in Keilschrift bestätigt die Existenz des Königreiches Idu. Hier leben die Dorfbewohner noch immer inmitten der Relikte ihrer Vorfahren.
Allerdings kann Cinzia Papis Team seine Erforschung heute nicht fortsetzen, bis die 30 Familien, die auf dem Tell wohnen, umgesiedelt worden sind. Leider hat die Wirtschaftskrise die kurdische Regionalregierung sehr stark getroffen. Im Moment wartet unser wissenschaftliches Team darauf, dass die kurdische Regionalregierung die Probleme mit diesen 30 Familien löst. Danach werden wir gerne unsere Arbeit fortführen, weil wir noch viel zu entdecken haben hier in Satukala. Cinzia Papi wird mit einer weiteren Schwierigkeit rechnen müssen. Die Überreste sind seit den 1960ern durch eine allmähliche Veränderung der Landschaft bedroht. Die Analyse der Corona-Satellitenbilder zeigt deren Auswirkungen auf das kulturelle Erbe. Dieses Satellitenbild ist wichtig, weil wir darauf sehen können, dass die Städte von Satukala viel größer gewesen sein muss als das, was wir heute sehen. Es zeigt, dass der Fluss fast die Hälfte der Zitadelle abgeschwemmt hat. Satukala ist nicht die einzige bedrohte Stätte in Kurdistan. Auch der älteste Aquädukt der Welt ist in Gefahr. 5 Ausgrabungskampagnen amerikanischer Archäologen zwischen 1920 und 1930 haben das monumentale Aquädukt von Djelvan zutage gefördert. Das italienische Team unter der Führung von Daniele Morandi übernimmt von den Amerikanern die Erforschung dieses brachliegenden, beeindruckenden Bauwerks und erkundet weiter Ninives Hinterland. Bisher kannten wir eine Vielzahl von Hauptstädten des assyrischen Königreichs. Nimrud, Khorsabad, das antike von Sargon gegründete Dur Sharrukin oder auch Ninive, wohin Sargons Sohn Sanherib die Hauptstadt im 7. Jahrhundert vor Christus verlegte. Aber wir wussten nichts über das Umland, darüber, wie die Ansiedlung um die Hauptstadt organisiert war, also auf dem Land um die Stadt herum. Ich, Sanherib, König der Welt und Assyriens, ließ bis in die Ebene von Ninive einen Kanal ausheben. Ich ließ einen Aquädukt aus Blöcken von weißem Stein erbauen und ließ Wasser darüber laufen. Während Sargon ein Eroberer war, war sein Sohn Sanherib ein Erbauer. Im Rahmen seiner Politik großer Bauvorhaben zwischen 705 und 681 vor Christus lässt der neuassyrische König ein weit verzweigtes Kanalsystem errichten. Städte und Dörfer erfreuen sich an dem Wasser, das die landwirtschaftliche Kultur gedeihen lässt und die Kassen des Reiches füllt. Dieses gigantische Netz von Aquädukten ist eine Glanzleistung der Ingenieurskunst und versorgt nicht nur den Palast der Hauptstadt Ninive, sondern die gesamte Region. Das Kanalsystem ist 240 Kilometer lang, mit den ersten steinernen Aquädukten der Geschichte, 300 bis 400 Jahre vor den Römischen. Wir erforschen dieses riesige Kanalisationssystem, das der assyrische Herrscher errichtete, um das Land um Ninive zu bewässern und dessen landwirtschaftliche Produktivität zu erhöhen. Indem er das Wasser bis in seine Hauptstadt brachte, machte er aus einem Ort von 200 Hektar eine Metropole von 750 Hektar. Unsere Mission untersucht dieses Kanalnetz, das nicht nur ein riesiges Bewässerungssystem für die Landwirtschaft ist, sondern auch ein Verkehrsnetz. Denn die Kanäle wurden als Wasserstraßen genutzt, als Verkehrswege für die Warenbeförderung, vor allem für die große Getreideproduktion aus dem Hinterland von Ninive. Im Herzen dieser einst fruchtbaren Region sind heute noch die Inschriften zu lesen, die König Sanherib in die Steine von Djelvan eingravieren ließ. Diese Zeichen seiner Macht haben die Zeit überdauert.
Beschriftete Ziegelsteine, insbesondere im Namen von Herrschern, sind in Mesopotamien ein jahrtausendealter Brauch. Sie gehören zur Tradition der Erbauerkönige, die bis ins dritte Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zurückgehen. Und Sanherib hinterlässt auf allen seinen gigantischen Bauwerken seine Signatur. Eine Besonderheit sind auch Felsenreliefs, die sein Programm kennzeichnen. Auch sie sind keine Neuheit. Es ist die Gesamtheit, die diesen König zum Meister der Landschaft macht. Der Bau der Kanäle von Sanherib ist verbunden mit Felsreliefs, die in denselben Stein gemeißelt wurden. Sie rühmen das jeweilige von Sanherib errichtete Bauwerk. Dieses Relief ist auch deshalb außergewöhnlich, weil es nicht nur am besten erhalten ist. Obwohl 2700 Jahre Regen, Erosion und Wind es auch beschädigt haben. Dennoch ist es das imposanteste in diesem Ensemble von Kinis, beladen mit symbolischen Bedeutungen religiöser, politischer und ideologischer Art. Die Reliefs genießen keinen besonderen Schutz. Seit fast 3000 Jahren sind sie unter freiem Himmel den Launen des Klimas und dem Vandalismus ausgeliefert. Andere in den Stein gehauene Darstellungen, die sogar noch älter sind, datiert auf etwa 4000 Jahre vor Christus, könnten ebenfalls bald verschwinden. Das ist der Fall in der Höhle von Gunduk, etwa 100 Kilometer nördlich von Erbil. Die Mitglieder der polnischen Mission, die von Rafał Kulinski geleitet wird, erforschen die Felskunst der spektakulären Höhle. Dieses älteste Relief der Menschheit wurde 1994 von Plünderern teilweise zerstört. Dank der Erfassung, die Austin Henry Layard im 19. Jahrhundert durchführte, kann die gesamte Szene heute dennoch rekonstruiert werden. Die Erschaffung der Welt durch die Götter Nima und Enki belegt einen besonderen Platz in dieser Komposition und liefert einen Einblick in die mesopotamische Kosmogonie. Das Alter der Relikte und die Auswirkung des Kontakts mit der Luft werfen die Archäologen in einen Wettlauf gegen die Zeit, um dieses bedrohte jahrtausendealte Erbe zu retten. Bei der rasanten Entwicklung Kurdistans in den letzten Jahren, mit dem Bau von neuen Straßen und Wohngebieten, werden die archäologisch interessanten Stätten vermutlich verfallen oder zerstört werden. Wir müssen so schnell wie möglich eine archäologische Karte erstellen, um wenigstens eine Bestandsaufnahme zu machen. Die archäologische Karte vervollständigt sich im Laufe der Entdeckungen. Kurdistan erweist sich als die Region mit der größten Dichte an archäologischen Stätten im gesamten Mittleren Osten. In Erbil alarmieren Rafał und Ksenia Kolinski den Leiter des Antiquitätenmuseums über die drohende Zerstörung durch die wachsende Urbanisierung des Landes. Weil es durch den Kiesabbau zerstört wird, sind wir mit einigen ihrer Leute hingefahren, um herauszufinden, wie viel von der Stätte noch erhalten ist und um zu sammeln, was noch zu sammeln war. Im Laufe des Tages stellte sich heraus, dass es noch zwei komplette Gefäße gab, die gerettet wurden. Das sind zwei Schalen aus der Uruk-Periode. Die Besitzer des Landes haben es verkauft, nachdem sie eine Schicht von etwa 2 bis 3 Metern entfernt haben. Sie nutzen es als Baumaterial für Gebäude oder anderes. Das ist ein sehr großes Problem. An manchen Orten können wir sie stoppen, aber wir dürfen nicht aufhören. Das Gebiet ist sehr groß.
Heutzutage üben Archäologen mehrere Berufe aus, weil sie vor Ort mit Problemen wie der Verwaltung und dem Schutz der archäologischen Stätten konfrontiert werden. Es reicht nicht, mit einem x-beliebigen Budget, das oft viel geringer ist als das unserer Vorgänger, Ausgrabungen durchzuführen und sich wie ein Dieb davonzustehlen. Das geht nicht. Es geht um ein echtes Engagement vor Ort, das zu langjähriger Zusammenarbeit führt. So können die Ausgrabungen optimal durchgeführt und die Zeit danach gestaltet werden. Der Schutz archäologischer Stätten bis hin zur Nutzung für den Tourismus. Das macht unsere Mission, indem sie ein Projekt zur Einrichtung eines archäologischen Parks ausarbeitet, der alle monumentalen Elemente dieses enormen Wasserverteilungssystems in einem großen Museum unter freiem Himmel zusammenschließen wird. Und den wollen wir auch ins UNESCO-Weltkulturerbe aufnehmen lassen. Es ist in diesem Stadium absolut entscheidend, dieses kulturelle Erbe sowie das kollektive Gedächtnis des Nordiraks zu schützen. Wir müssen es dokumentieren, um es zu bewahren, um es besser zu verwalten, aber vor allem, um das historische Gedächtnis eines Volkes zu retten, das aus so vielen Gemeinschaften, aus so vielen ethnischen und religiösen Gruppen besteht. Das ist es wert, denn es geht hier um ein kollektives Erbe, nicht nur um das Erbe des Irak, sondern, ich würde sagen, der gesamten Menschheit. Auch wenn die Angriffe des IS die Anstrengungen der Archäologen und die eines ganzen Volkes bremsen, ist die Dynamik des Neuaufbaus nicht zu übersehen. Karel Novaceks Arbeit im Gelände, dort wo es zugänglich ist, oder mit Hilfe von Satellitenbildern, wo die Lage zu gefährlich ist, zeigt das Ausmaß der Zerstörungen durch den Islamischen Staat. Die Arbeit der tschechischen Experten unter der Schirmherrschaft der kurdischen Regierung könnte später einen Wiederaufbau der zerstörten Bauwerke ermöglichen. Unser Projekt Mossuls bedrohte Architektur ist eigentlich eine spontane Antwort auf die Ereignisse, die die Stadt kurz nachdem der Islamische Staat die Stadt eingenommen hatte, getroffen haben. Am 20. Juni 2014, also nur 10 Tage nach der Einnahme Mossuls, wurde das erste historische Bauwerk dem Erdboden gleichgemacht. Das war ein unheilvoller Vorbote der Zerstörungswelle, die darauf folgen sollte. Das war natürlich ein Antrieb, unsere Arbeit an der Dokumentation der Architektur in Mossul voranzutreiben. Wir wollten alle Informationen sammeln, nicht nur über die Zerstörungen selbst, sondern auch über die Denkmäler, die bereits zerstört worden waren. Diese Daten werden auf eine Satellitenkarte projiziert, die heute frei im Internet zugänglich ist. Möglicherweise werden diese Denkmäler nach der Befreiung Mossuls wieder aufgebaut. Und wir hoffen, dass unsere Daten auch dazu dienen können, die Stadt originalgetreu wieder aufzubauen. Die Kompetenzen der internationalen und lokalen Teams ergänzen sich und tragen zur Rettung des kurdischen Erbes bei. Die ausländischen Teams kooperieren systematisch mit den kurdischen Wissenschaftlern, um die neue Generation in Ausgrabungstechniken und der Erhaltung ihres Erbes auszubilden. Sehen Sie, hier ist vielleicht eine Verzierung. Also geben Sie Acht und fangen Sie sehr sanft an. Diese Zusammenarbeit zwischen allen Archäologen ist sehr wichtig. Sie ist unverzichtbar für unsere kurdischen Teams. Vor allem, weil bestimmte Aspekte der Geschichte Kurdistans einfach verschollen sind. Sie wurden von den Kolonisatoren verheimlicht.
Diese wollten nicht, dass die Geschichte dieser Region der Welt verraten wird. Hassan Ahmad Kasim, der Leiter der Altertumsverwaltung von Dohuk, beteiligt sich aktiv an der Aufwertung des kurdischen Erbes. Dies sind alte Spuren der Zivilisation, die wir hier entdeckt haben und bewahren, wie dieses Täfelchen. Es ist 3000 Jahre alt und mit politischen, juristischen und kommerziellen Inschriften bedeckt. Die Museen der regionalen Hauptstädte legen Wert darauf, ihr Erbe vor Ort zu bewahren, damit die kurdische Bevölkerung die Geschichte ihrer Vorfahren kennenlernt. Die barbarischen Taten des IS haben einen großen Einfluss auf die Archäologie. Und das gilt nicht nur für Kurdistan oder den Irak, sondern für die gesamte Welt. Sie haben das Bewusstsein aller Menschen erschüttert, indem sie Antiquitäten angegriffen haben. Das war ein verantwortungsloser Akt gegenüber der Menschheit und der Zivilisation. Obwohl das Gebiet von den kurdischen Kämpfern erbittert verteidigt wurde, trägt es die Spuren der jüngsten Konflikte. So wie dieser Friedhof der Jesiden, die eine der ältesten Religionen der Welt praktizieren. Der IS hat diese Tempel am 7. August 2014 zerstört. Haben Sie die Überreste so vorgefunden oder haben Sie sie eingesammelt? Wir haben sie wieder aufgerichtet und zurückgestellt. Die Kämpfer des IS haben unsere Tempel zerstört. Für unser Volk ist das ein enormer Verlust. Ich persönlich habe nicht zu den Waffen gegriffen, um Krieg zu führen. Meine Waffe ist der Schutz des Kulturerbes der Menschheit. So wie im 19. Jahrhundert das archäologische Abenteuer eine historische Rolle in Europa gespielt hatte, spielen heute die internationalen Teams, die sich für den Erhalt des Kulturerbes einsetzen, eine entscheidende Rolle beim Aufbau der kurdischen Identität. Kurdistan ist das Herzstück der orientalischen Archäologie. Seine Geschichte ist die Geschichte der gesamten Menschheit.